Jo Leute, was geht ab? Heute gibt es eine weitere Episode von Road to Platz Nummer Uno in Minecraft Zuro. Heute zocken wir das Venicraft Kit. Und jetzt kommen wir erstmal zur Kit-Vorstellung. Und nun kommen wir auch zum Venicraft Kit. Venicrafts Kit ist eher nicht so gut. Er hat einerseits ein Sharp 5 Looting 2 Dia Schwert, hat nur ein Power 3 Bogen, hat nur ein Healing Stuff und zwar einmal Instant Heal 2, hat nur ein Instant Damage 2 Potion, einmal Speed 2. Venicraft hat auch nur Dia Boots. Ich weiß, das Equipment ist nicht so gut, aber wie gesagt, es ist auch ein bisschen eine Challenge, immer andere Leute zu töten und dadurch einfach das Equipment dazu zu bekommen. An sich kann man das Venicraft Kit spielen, gehört nicht zu den besten, aber gehört auf jeden Fall auch nicht zu den schlechtesten Kits. So, da sind wir auch wieder im Game und ja, Venicrafts Kit ist nicht so heftig überpowered, muss man ganz ehrlich sagen. Ich persönlich finde das Kit nicht so geil. Naja, ich finde halt andere Kits sind besser. Wir haben auch Gegner nur... Oh, keiner hat Phasen genommen. So ist es ein bisschen leichter für uns klarzukommen. Wie gesagt, einmal Instant Heal, einmal Instant Damage, also einmal Heal, einmal Damage. Das ist nicht das Wahre vom Ei. Also okay, das ist ein 4000er Ping. Ja, Venicraft Kit, also als Zuro-Sieger finde ich schon krass, dass er mit so einem Kit gewonnen hat. Natürlich hat er gegen Hugo gespielt und die hatten halt das gleiche Equipment dazu gehabt. Aber trotzdem, das ist halt schon krass. Also ich glaube, mit diesem Equipment normal wäre er nicht an Widder gestorben. Er hätte, glaube ich, Venicraft an sich sehr, sehr schwer gehabt. Und alle anderen sind jetzt auch wieder weg. Also Favo ist eigentlich mit einem Bogen. Ja, okay, das disconnected. Knock ist auch RIP. Also eher nur 4 Herzen. Oh mein Gott, MLG Water. Okay, Farbe habe ich. Digga, ich hab geblockt. Warum sterbe ich wieder, wenn ich sogar blocke? Digga, hat bei mir nicht mal Bogen gespannt. Ja, er spammt jetzt die ganze Zeit mit Bogen rein. Hauptsache hat Schwert ausgewählt und schießt sich mit dem Bogen ab. Ja, also ich habe keine Ahnung. Was soll ich denn jetzt tun? Ich bekomme die Lobbys nicht voll, aber habe auch nicht viel Zeit, um noch weiter zu zocken. Ach man, das bin ich jetzt echt halt. Also, keine Ahnung, ich versuche gleich noch eine Runde danach zu machen. Also, 4 Runden. Schon okay. Okay, aber ich habe auch bisher nur nichts geschissen bekommen. Ja, ist traurig, schade. Schade. Also, ich weiß safe, dass ich die nächsten 2 Folgen wann anders aufnehmen werde. Jawohl. So, bitte. Lass die Lobby wenigstens 7 Leute haben oder so. Es sind 300 Leute auf dem Server. Als ob von 300 Leuten, die auf dem Server sind, nicht 10 Leute Minecraft Zuro zocken wollen. So, ich mache einfach Slash Start. So. 6 Leute, es ist okay. Es ist okay. Karawas. Naja, keine Ahnung. Hier Faze und Hugo sind der einzigen, die überhaupt Chancen haben. Revi vielleicht ein bisschen. Ja, Karawas hat es geliebt. Kein Wunder. Vielleicht wird auch Revi lieben, sage ich euch. Und dann sind wir nur noch zu dritt. Digga, ich hab doch geblockt. Ja klar. Digga, er kann mich immer hinten. Halbes Herz nur. Ist unglaublich, Mann. Scheiße, Mann. Ja, Leute, ich versuche jetzt heute Abend mal ein bisschen mehr aufzunehmen. Trotzdem, Leute, hoffe ich, die Folge hat gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach unten, abonniert mich weiter bis zu mir. Also, Leute, ich bin raus und ciao.